Hi ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video. Und zwar habe ich wieder ein Müllsäckchen-Video für euch. Und zwar wird bei uns gleich der Müll abgeholt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich filme das noch kurz ab. Und dann kann das auch gleich mit weg. Ich verarbeite gerade ein Video, das ich leider mit dem Handy drehen musste. Weil meine Legria ein bisschen spinnt. Warum, weshalb, zeige ich euch in dem Video. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Es ist nicht viel, das ist es aufgebraucht für April, Mai, glaube ich. Ja, weil ich mache ja nicht jedes Jahr, genau, jeden Monat aufgebraucht. Als erstes habe ich eine Kerze aufgebraucht von Glade, glaube ich, ist die. Habe ich aktuell auch zwei da üben stehen, und zwar eine mit Kokos und eine, keine Ahnung mit was, das war jetzt irgendwas mit Schokolade und Kekse, keine Ahnung. Was denn? Ja, dann leg dich ein bisschen hin, wenn du müde bist. Ja. Und die habe ich jetzt aufgebraucht. Ja. War ganz okay. Der Duft war auch angenehm. Komm her. Ja. Der Duft war auch angenehm, also von daher war alles okay. Luna ist übrigens auch hier, wie man unschwer erkennen kann. Gell, Hansel, du kannst nicht schon wieder nach Hause. Nee, ja? Kannst nicht schon wieder nach Hause gehen. Draußen ist kalt. Kaufe ich auch immer mal wieder nach, wenn sie im Angebot sind. Wie gesagt, habe ich jetzt im Moment da drüben stehen. Dann habe ich leer gemacht von Softies. Regina, von Regina, super soft, das ist mit Aloe Vera Lotion. Und ja, ihr wisst ja, wir sind, oder ich war erkältet, oder bin immer noch erkältet. Und da ging schon einiges an Tempos drauf. Und die fand ich ganz gut, die waren mit so einer Lotion für empfindliche Nasen, weil man bekommt ja immer eine rote Nase. Werde ich, denke ich, wenn sie wieder im Angebot sind, auch wieder nachkaufen. Obwohl, die haben, glaube ich, 1,69 € oder so gekostet. Dann habe ich mehr gemacht, die habe ich im Netto mit. Zweimal habe ich zwei Päckchen mitgenommen. Mondo Italiano, Tortelloni Spinat Ricotta mit feinem Gemüse in Käse-Sahne-Soße. Die sind eigentlich echt lecker, muss ich wirklich sagen. Das sind so Tortellini, sind 750 Gramm mit Spinat Ricotta gefüllt. Sind echt lecker. Waren meine Kids auch begeistert, haben wir uns mittags mal gemacht, weil ich schnell gehen muss. Ja, sind wirklich gut. Also denke ich, werde ich auch wieder nachkaufen. Dann habe ich leer gemacht von Fossil 40 Slip-Einlagen, klassik lang mit Wäscheschutzfolie. Ich denke, das weiß jeder, das brauche ich euch nicht zu zeigen. Dann habe ich leer gemacht mit Schmutzschutz, Frühlingsfrische, neuer Duft von Domol. Das ist der hier, also da muss ich sagen, naja. Der war nicht wirklich gut, finde ich jetzt so vom Saubermachen her auch nicht. Und der Boden hat dann immer so ein bisschen geklebt, finde ich hinterher, obwohl man gewischt hat. Das war jetzt so ein bisschen blau. Luna, nicht so laut, Mausel, nicht so laut. Und denke ich, werde ich mal gucken, ob ich den wieder kaufe oder mir einen anderen hole. Ja. Dann haben wir leer gemacht von Snickers Limited Edition mit Haselnuss. Und ihr wisst ja, ich esse gerne so Sachen mit so Erdnüssen oder so irgendwas drin. Luna, ein bisschen leiser, Maus. Luna spielt hier gerade. Fand ich ganz gut, vor allen Dingen im Kühlschrank. War nicht so süß wie normal die Snickers sind, also von daher, aber das war eine limitierte Edition und war kurzzeitig im Angebot im Netto. Vielleicht, wenn ich es mal wieder finde, kaufe ich es wieder nach. Dann habe ich Lenoa leer gemacht, strahlend sauber, 3 Wochen Wohlfühlduft. Das ist das mit weißer Wasserlinie, so könnt ihr das besser sehen, steht es nicht auf dem Kopf.
Finde ich ganz gut. Ich mag ja Lenore ohne Ende wirklich gerne, aber ich muss sagen, das Flüssige davon mag ich lieber. Und auch dieses Color finde ich besser. Aber ich habe mir das mal mitgenommen. Ich denke, ich werde mir aber das flüssige Color wiederholen, weil das finde ich besser. Das normale hier. Ja, dann hat Luna leer gemacht. Einmal vom Penny. Premium Hühner. Hühnchenfilet, Spurti oder Sporti. Das sind ohne Getreidezusatz. Das ist ganz wichtig. Da achte ich extrem bei Luna drauf. Das sind solche langen, breiten Streifen gewesen, so Hühnchen halt. Und das fand ich wirklich gut, das hat sie gerne gegessen und werde ich auch wieder nachkaufen, denke ich. Jo. Dann ist leer gegangen mein Glasreiniger vom, müsste Netto gewesen sein, genau. Prima Glasreiniger XXL 1 Liter. Das hält bei mir eigentlich lange, weil ich ja nicht oft Fenster putze. Gerade im Winter soll man ja nicht Fenster putzen unbedingt. Mal gucken, wie viele Minuten. Okay. Ja. Also das finde ich eigentlich ganz gut. Hole ich auch immer wieder nach, ob das jetzt vom Aldi oder vom Lidl oder egal woher ist. Glasreiniger ist für mich Glasreiniger. Ich brauche da auch keine teuren oder irgendwas. Für mich macht es das, was es macht und machen soll. Und von daher, ja. Dann habe ich leer gemacht von Softlan Windfrisch. Unwiderstehlicher Duft, lang anhaltende Frische. Da muss ich ganz ehrlich sagen, unwiderstehlicher Duft. Naja. Da ich ja sowieso nicht so viel riechen kann, fand ich jetzt am Anfang den Duft nicht so unbedingt unwiderstehlich. Naja, kann man nicht sagen. Ich fand den Duft okay. Windfrisch finde ich jetzt auch nicht. Vor allen Dingen, wie riecht Windfrisch? Keine Ahnung. Aber die Wäsche ist echt, finde ich, weicher. Und dieser Wäscheschutz ist schon okay. Also wenn es wieder was im Angebot gibt, ja, ich sage es nicht mehr, dann werde ich es auf alle Fälle wieder nachholen. Fand ich nicht schlecht, aber der Duft, ja, da gibt es bessere Düfte. So, dann hat die Familie leer gemacht. Einmal von Haribo Blumenzauber. Haribo macht Kinderfloh. Das sind die hier gewesen. Die sind so blumenförmig und haben da innen drin so weiße, ja, Creme, keine Ahnung. Fanden sie ganz gut. Habe ich schon öfters gehabt. Jetzt nicht unbedingt von Blumenzauber, aber die gibt es ja auch in anderen Variationen. Deswegen essen sie mal ganz gerne, ne? So, dann habe ich leer gemacht, das habe ich euch ja im Haul gezeigt, von Dresdner Essenz, grüne Frische, Sprudelbad, Limette und Grapefruit. Da muss ich sagen, die Limette ist irgendwie abhanden gekommen. Die Grapefruit, also keine Ahnung, wo die ist. Es hat gesprudelt, das war das Einzigste, aber ansonsten, da war ich ganz froh, dass ich nichts gerochen habe, weil es war auch nichts riechen da. Werde ich also auf alle Fälle nicht wieder nachkaufen. Dann habe ich, oder die Familie leer gemacht, oder alle, von Silit Bang. Da gibt es ja jetzt auch diese Klospüler, wo das Wasser färben. Und den gibt es allerdings aber nur in Türkis. Ist aber ganz okay, riecht gut. Bis zu 250 Spülgänge kann ich nicht sagen. Ich zähle nicht, wie oft ich auf dem Klo gehe. Weil da müsste ich nebens an die Wand dann so eine Strichliste hängen. Also von daher, nee, nicht wirklich. Fand ich aber gut, werde ich auch wieder nachholen. Aber ich habe ja aktuell noch meine WC frisch, aber ist auch okay. So, dann, Bäppchen ein bisschen, haben wir leer gemacht von Kneipp Cremebad Streicheleinheit, exklusive Edition mit Hafermilch und Macadamiaöl. Das ist die hier. Oder das hier, fand ich ganz gut, mit cremigem Schaum, kann ich nicht bestätigen, obwohl Kneipp eigentlich ganz gut ist. Ich fand aber so, wenn man im Wasser lag, war die Haut zart, keine Ahnung, ob das da dran lag. Habe ich, glaube ich, mal geholt, weil ich ein Coupon dazu hatte oder so irgendwie, keine Ahnung, oder weil ich einfach mal wieder ein Duschbad wollte. Fand ich aber nicht schlecht. Von daher, ja, Kneippbäder sind allgemein nicht schlecht.
Aber ich finde, die haben irgendwie vom Geruch und so nachgelassen. Aber kann ich mir auch einbilden. Ich habe aber noch einige Badezusätze, deswegen werde ich mir das jetzt noch nicht nachholen. Ja, du musst jetzt mal warten, Maus. So, dann habe ich leer gemacht in der Badewanne. Ich schmeiße ja immer mehrere Badezusätze in die Badewanne. Einmal von Isana, Deine Herzenszeit mit Babasuaöl und Urea. Habe ich mir echt, ehrlich gesagt, mehr davon erhofft. Hat das Wasser ein bisschen eingefärbt, aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich im Moment nicht so viel riechen kann, weil da war der Geruch auch gleich null. Genauso wie von dem hier, Lemon Love Alverde Naturkosmetik, Schaumbad Zitronenduft. Das war irgendwie auch eine Nullnummer. Das hat eine ganz komische Konsistenz, richtig schmierig, finde ich. Das ist wie so eine Peel-Off-Maske. Und der Geruch, ja, da gibt es keinen. Den müsst ihr euch denken, den Geruch. Es ist wirklich so definitiv. Jetzt muss ich hier mal kurz gucken. Okay. Ja. Mein Video lädt jetzt gerade hoch, stelle ich aber noch nicht online. So, dann habe ich leer gemacht, Gott sei Dank, von Dresdner Essenz Pflegebad Schokolade Rosa Pfeffer. Sinnlich und erwärmend, das habe ich euch glaube ich schon mal gezeigt, da hatte ich mir nämlich 2-3 mitgenommen. Und ich muss sagen, von dem bin ich überhaupt nicht begeistert. Das soll irgendwie nach Schokolade riechen, nur frage ich mich wo. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt, also ich finde, das riecht überhaupt nicht nach Schokolade. Habe ich mir, wie gesagt, echt mehr erhofft. Ich finde es echt schade, weil ich dachte so, okay, vielleicht stecht der rosa Pfeffer extrem durch, aber gar nicht. Aber die Schokolade habe ich auch vermisst, da habe ich mich echt drauf gefreut. Aber naja, werde ich mir also, wenn es das noch geben sollte, nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich ein verwöhnendes Cremeöl-Peeling leer gemacht mit Kamelie und Argan. Das habe ich genutzt, das ist ein sanftes Zuckerpeeling und nährende Öle, weil ich ja so im Moment so Probleme mit meiner Haut habe. Und dann hat mir Bella Beauty empfohlen, ich soll mal ein Peeling machen. Und da ich kein Peeling gefunden habe, bis zu dem Zeitpunkt, habe ich mir gedacht, ich nehme mal das her, anstatt es in die Wanne zu kippen, benutze ich es mal als Gesichtspeeling, weil ich denke, es ist so ein bisschen sanftes Peeling, da passiert nicht viel im Gesicht. Ich muss euch sagen, das ist absolut geil. Das ist wirklich absolutes Top-Produkt. Ich habe das damals schon gemocht, wo ich es für die Wanne benutzt habe und habe mir das danach gekauft. Das ist echt klasse. Also es hat meine ganzen Hautschüppchen, die ich wirklich hatte, und ich hatte extrem trockene Haut und habe mich geschält wie nach einem Sonnenbrand, weggemacht. Und meine Haut war hinterher zart wie ein Babyarsch. Mhm. Babypopo, sorry. Also das ist wirklich, muss ich echt sagen, bin ich echt begeistert. Das ist wirklich toll. Das ist ein tolles Produkt. Das kann ich auch voll für ein Peeling empfehlen. Also werde ich mir auf alle Fälle, wenn es noch geben sollte, wieder nachkaufen. Ja. So, dann haben wir noch 2 Sachen. Dann kann ich endlich noch den Sack rausbringen. Also hier fährt ständig ein roter LKW vorbei. Keine Ahnung, wo der hin will. Ich habe eine Lavendel-Mousse-Maske, zumindest eine Hälfte davon, leer gemacht. Das ist die hier. Ich denke, die kennt mittlerweile jeder. Die mag ich ganz gerne. Hat einen tollen Geruch. Hat vor allen Dingen eine super Konsistenz, wie so ein Pudding. Bleibt auch da, wo man sie hintut. Und vor allen Dingen, die pflegt die Haut echt. Für besondere Wohlfühlmomente, entspannend für jede Haut. Vertrag ich super klasse, mag ich auch. Habe ich aber noch, glaube ich, 2 und finde ich echt gut. Also die ist ihr Geld wert und die kann man auch gut tragen. Also die mag ich echt, die ist wirklich gut. Ja. So, und dann habe ich noch 1 von Isana White Blossom Feelings mit Kokos- und Magnolienduft. Das ist das hier, das hatte ich ja in so einem Dreierpack gekauft. Das ist auch so ein Produkt, wo ich sagen muss, Gott sei Dank kann ich zurzeit nicht so viel riechen. Weil irgendwie die Kokos, die hat sich verpieselt.
Magnolie, keine Ahnung, das riecht irgendwie, finde ich, künstlich. Ist meine Meinung, mag ich persönlich nicht, werde ich mir auch, wenn es das noch geben sollte, nicht mehr nachkaufen. Das waren jetzt 100 Milliliter, habe ich zur Hälfte benutzt und den Rest habe ich ins Wasser geschüttet, also ins Badewasser. Ja. Luna spielt ja mit dem Ball. Finde ich jetzt nicht persönlich so gut, deswegen, ja, finde ich nicht gut. Wie gesagt, ich finde immer, ich freue mich dann immer, riecht nach Kokos und nach allem Möglichen. Hallo Maus, hallo Maus. Und ist dann am Schluss überhaupt nicht so, das finde ich echt mega schade, weil ich bin ja so ein Kokos-Fan und ich freue mich dann immer drauf. Ja, und dann letztendlich ist es dann nicht so. Aber was will man machen, wie gesagt. Ja, ihr Lieben, dann will ich euch noch ein Produkt zeigen. Gehen wir runter. Frage, gebt noch ein Stück. Dass ich zurzeit gerade am Aufbrauchen bin und das jetzt auch gleich leer ist. Ich habe das als Kind schon gerne gegessen und zwar ist das von Leicht und Groß, mein Knusperbrot. Das ist jetzt mit Roggen. Ich habe noch eins ganz, ganz normale mit Weizen. Da sind jetzt, glaube ich, noch 4 oder 5 Scheiben drin. Ich liebe die. Ich esse die einfach so. Ich muss da nichts drauf haben. Früher haben wir die immer mit Marmelade gegessen. Mittlerweile esse ich die einfach so. Einfach raus, knabbern wie Chips. Ja, und ich mag die unheimlich. Aber mit Frischkäse und ein bisschen Kresse oder so drauf sind die auch echt lecker. Also kann ich euch nur empfehlen. Natürlich, jeder wird schon Leicht und Groß kennen. Ich mag die aber unheimlich. Aber die muss ich wegtun, weil sonst bekomme ich sie nämlich gegessen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt, da gibt es ja noch mehrere. Im Moment die noch mit Weizen. Ja, und die werde ich mir dann wieder nachkaufen. Die sind echt lecker. Die waren, glaube ich, im Netto-Angebot. Und als ich die gesehen habe, habe ich sie gleich geschnappt und mitgenommen. Geh raus! Luna isst die auch gerne. Ja, Luna findet die auch gut. Willst du noch ein Stück? Und ab und zu mal so zum Knuspern sind die ganz gut. Ja, ihr Lieben. Das war mein Aufgebraucht für den Monat. Ich glaube, April und Mai, ja, ist wieder ein bisschen was geworden, nicht viel, wir haben 17 Minuten, ich denke, das ist okay. Ich werde das Ganze jetzt in den Sack wieder machen und rausschmeißen, weil heute ist gelber Sack dran und dann fliegt das alles weg. Ja, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben und wenn ihr Fragen zu den Produkten habt, wie immer, unten in die Kommentare. Ich freue mich über euer Feedback, wisst ihr ja. Und ihr könnt mir ja mal erzählen, wie ihr so mit den Produkten zufrieden seid, ob ihr vielleicht auch was davon habt oder nicht. Oder ob ihr mir was empfehlen könnt, was vielleicht eine Alternative dazu wäre. Vielleicht, ja. Auf alle Fälle, ihr Lieben, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich würde mich freuen und würde sagen, bis dahin, tschüss.